Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es geht heute um das zweite Treuebekenntnis von Aqaba. Aqaba ist wie ein bestimmter Hügel in Mina, etwas außerhalb von Mekka. Wir haben darüber gesprochen, dass im 12. Jahr 12 Muslime aus Yathrib, was später Medina genannt wurde, gekommen sind und dem Propheten a.s. ein Treuebekenntnis abgeliefert haben, das aus 6 Bestandteilen bestanden hat. Erstens, dass sie kein Schirk begehen. Zweitens, dass sie nicht stehlen. Drittens, dass sie kein Zina begehen. Viertens, dass sie keine Kinder töten. Fünftens, dass sie nicht mit einer Verleugnung oder einer Lüge kommen. Sechstens, dass sie ihn nicht im Guten, also dem Propheten, ungehorsam sind. Der Prophet a.s. schickte dann Mus'ab ibn Umair, den edlen Sahabi, mit dieser Delegation oder nach dieser Delegation nach Medina, um dort Dawah zu machen. Und dies ist die erste Stufe, über die wir reden müssen, im heutigen Vortrag. Mus'ab ibn Umair, was hat er dort gemacht? Asad ibn Zurara, einer der ersten Muslime aus Medina, ja, er hat sich um Mus'ab gekümmert und ist mit Mus'ab sozusagen von Haus zu Haus, von Gebiet zu Gebiet gegangen. Weil man muss sich vorstellen, Medina war so, dass jeder Stamm sozusagen sein Viertel hatte. So muss man sich das heute vorstellen. So als wenn in dem einen Viertel die Familie oder der Familienclan so und so lebt und in dem anderen der Familienclan so und so. Und so sind sie wirklich von Ort zu Ort gegangen, von Gebiet zu Gebiet, um dort ganz aktiv Leute zum Islam einzuladen. Hier lernen wir erstmal 2 Sachen. Erstens, Teamwork in der Dawah. Asad ibn Zurara, dieser edle Sahabi, war selber nicht so wissend gewesen, ja, dass er dort, also er war nicht so wissend gewesen wie Mus'ab. Aber er hat Mus'ab in die verschiedenen Gebiete geführt. Und das ist etwas, was wir heute, die erste Lehre, die wir für heute brauchen. Nicht jeder hat Wissen in der Dawah, aber jeder hat genug Wissen, um jemanden, der eventuell etwas von der Religion kennenlernen möchte, dorthin zu führen, wo er das Wissen bekommen kann. Komm mal mit in die Moschee, hier habe ich ein Heftchen für dich, schau dir mal den Vortrag im Internet an. So ist Asad ibn Zurara mit Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhuma, von Ort zu Ort gegangen. Und es nahm immer mehr Menschen den Islam an, sodass am Ende dieser Zeit praktisch in jeder Familie jemand war, der den Islam angenommen hatte. Das heißt, die Dawah hatte einen unheimlichen Erfolg. Die Dawah war sichtbar, weil es gibt heutzutage Leute, die sagen, man muss das nur geheim machen. Hier war die Dawah ganz sichtbar, weil es auch keinen Grund dazu gab, großartig Angst zu haben, wie zum Beispiel in Mekka. Die Dawah war komplett sichtbar. In Deutschland haben wir auch keinen großen Grund, um Angst zu haben. Leute machen sich selber Angst. Ja? Leute machen sich selber unnötig Angst. Und was ist unnötige Angst? Feigheit. Das muss man ganz klar so sagen. Feigheit ist, vor etwas Angst zu haben, wovor man keine Angst haben muss. Okay? So. Dann, die Veränderung war sichtbar. Und die Veränderung war schnell. Und das ist auch eine Lehre, die wir mitziehen müssen, hier raus. Dass auf einmal eine plötzliche Änderung passieren kann. Jetzt ist Folgendes passiert. Eines Tages sind sie in das Gebiet gegangen von Banu Abdul Eshel, heißt das, und Banu Dhafar. Und in diesem Gebiet von den Aus, es gab dort 2, es gab Khazraj und Aus in Medina, Aus und Khazraj, waren 2 sehr, 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 sehr einflussreiche Personen. Die erste Person, Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, und die zweite Person sozusagen, der Abu Bakr der Ansar, Sa'd ibn Mu'ath, radiallahu anhu.
Diese zwei sahen, wie Usaid, Asad ibn Zurara und Mus'ab ibn Umair dahin gekommen sind und sich dort hingesessen haben, mit jungen Leuten gesprochen haben, und die mochten das nicht. Das gefiel ihnen nicht. Ja? Ja, die wollen die Jugendlichen täuschen, etc. Die hatten Vorbehalte dagegen gehabt. Und die wurden ehrlich gesagt ein bisschen aggressiv gewesen, aber Sa'd ibn Mu'ath war mit As'ad verwandt gewesen, As'ad ibn Zurara. Und deswegen wollte er nichts machen und dann ist der Usaid gegangen, sozusagen anstelle. Und der ist bedrohend dorthin gegangen mit seinem Speer und hat die getadelt. Ey, was macht ihr hier? Wollt ihr hier die Jugendlichen auf diese Art? Ja? Das heißt, er war sehr aggressiv, Usaid ibn Hudair, und hat die sozusagen gedroht. Ja? Was wollt ihr hier? Was habt ihr hier zu suchen? So auf diese Art und Weise, im heutigen Sprachgebrauch. Wollt ihr die Jugendlichen für dumm verkaufen mit eurer neuen Religion? Auf diese Art und Weise, nicht wortwörtlich so. Aber damit man sich das vorstellen kann. Was sagte Mus'ab jetzt? Mus'ab reagierte ganz, ganz gelassen. Er sagte, guck mal, setz dich doch einfach mal hin, hör zu. Wenn es dir gefällt, kannst du es annehmen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lehnst du es ab. Dann sagte Usaid ibn Hudair, das ist fair, hat sich hingesetzt und Mus'ab ibn Umair hat ihm einfache Informationen vom Islam gegeben und etwas vom Koran zitiert. Und sie sagen, Asad ibn Zurara und Mus'ab ibn Umair, man konnte die Veränderung in seinem Gesicht sehen, dass sein Gesicht auf einmal erleuchtet war. Schnelle Veränderung. Und was sagt er danach? Der ist total begeistert davon und nimmt den Islam auf der Stelle an. Und sowas erleben wir immer wieder in der Sira. Und sowas erleben wir immer wieder heutzutage. Wen Allah recht leiten will, dem Allah reichen. Sehr, 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 sehr häufig kleine, leichte, einfache Informationen. Zur damaligen Zeit auf der arabischen Halbinsel kam noch dazu, dass sie erkennen konnten, von der Sprache her, dass der Koran nicht das Wort eines Menschen ist. Das kam damals noch dazu. Dieser Dawa-Effekt ist natürlich heute, insbesondere auch in Deutschland, mit Nicht-Muslimen und Leute, die arabische Sprache nicht können, wie die Leute damals, sehr, 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 sehr schwer zu erreichen. Aber auf jeden Fall, aber selbst heutzutage gibt es Beispiele in der Dawa, wo Leute den Koran auf Arabisch hören und fangen an zu weinen auf einmal. Es ist ein Wunder. Auf jeden Fall, er nimmt den Islam auf der Stelle an und er geht zurück zu Sa'd ibn Mu'ath und Sa'd ibn Mu'ath sagt, der kommt mit einem anderen Gesicht, als er gegangen ist. Und er erzählt ihm von diesem Treffen und dann, er möchte, Usaid ibn Hudair möchte, dass Sa'd ibn Mu'ath auch dorthin geht und mit denen redet. Guck mal, das zeigt dir, der Usaid ibn Hudair hat gerade den Islam angenommen und macht sich sofort Gedanken, wie es weitergeht. Er macht sich sofort Gedanken, wie es weitergeht. Und er erfindet eine kleine Lüge, aber er ist entschuldigt, weil er ist neu im Islam, er wusste das nicht, damit der Sa'd ibn Mu'ath dorthin geht. Er weiß, Sa'd ibn Mu'ath ist ein Rajul, ist ein Mann. Und er sagt ihm, dass da ein Stamm gekommen ist und die wollen dem Asad ibn Zurara etwas tun, weil er mit dir verwandt ist. Was ist? Sa'd ibn Mu'ath ist wütend, geht dorthin. Ja? Erstmal, und als er dort ankommt, sieht er die zwei, also Asad ibn Zurara und Mus'ab ibn Umair, die sind ganz relaxed. Und da wusste er schon, der Usaid hat ihm irgendwas nur erzählt, damit er dorthin geht. Wie gesagt, normalerweise darf man nicht lügen, aber wie gesagt, in dieser Situation, der hat gerade Islam angenommen, der wusste nicht, dass das mit dieser guten Absicht halt nicht erlaubt ist. Was ist? Sa'd ibn Mu'ath fängt auch so an. Mit seinem Speer fängt er erstmal an, sozusagen zu tadeln, zu bedrohen. Was macht ihr hier? Ja, auf diese Art. Was macht Mus'ab ibn Umair? Und bevor Sa'd ibn Mu'ath gekommen ist, sagt Usaid ibn Hudair, also der Mus'ab immer begleitet hat, sei wahrhaftig bei Allah wegen ihm, denn wenn der den Islam annimmt, wird sein ganzer Stamm den Islam annehmen, sinngemäß. Sa'd ibn Mu'ath. Was passiert?
Er redet mit ihm. Er sagt zu ihm, Mus'ab sagt, wie wäre es, wenn du dich hinsetzt, einfach mal zuhörst. Wenn es dir gefällt, nimmst du es an. Und wenn es dir nicht gefällt, lehnst du es ab. Auf diese Art und Weise. Er sagt, das ist fair. Er setzt sich hin, wieder dasselbe Szenario. Er liest ihm den Koran vor, erklärt ihm einfache Methoden vom Islam. Er fragt, wie kann ich Islam annehmen? Der nimmt den Islam an. Was macht er? Was ist sein erster Schritt? Ist sein erster Schritt, oh ja, dies, das, ich muss erstmal. Guck mal, der erste Schritt, den er macht, Sa'd ibn Mu'adh ist, er geht zu seinem Stamm und sagt zu denen, wer bin ich heute unter euch? Was ist eure Meinung über mich, sinngemäß? Und sie loben ihn, oh, du bist der Beste von uns und so weiter und so fort, ja? Und dann sagt er, okay, ich werde mit keinem mehr von euch, von Männern und Frauen reden, bis ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt. Das heißt, bis ihr den Islam angenommen habt. Und bis zum Abend haben dann alle den Islam angenommen, der ganze Stamm Abdul Ashhal, außer eine Person. Die hat später den Islam angenommen. Eine sehr bekannte Person, die heißt Al-Usayrim. Weil diese Person hat vor der Schlacht von Uhud den Islam angenommen, ist zur Schlacht von Uhud gegangen, Shahid geworden, hat kein einziges Sujud für Allah gemacht. Der Prophet danach hat über ihn gesagt, wenige Taten gemacht, großen Lohn bekommen. So, auf jeden Fall, was passiert? Was passiert? Der ganze Stamm nimmt den Islam an. Das heißt, was lernen wir aus dieser Geschichte? Es kommt ein plötzlicher Sieg. Was lernen wir noch? Dass die Muslime immer versucht haben, auch einflussreiche Persönlichkeiten zu erreichen. Das sind die ganzen Lehre für uns. Teamwork, da war sichtbar, Veränderung kommt schnell, Veränderung ist sichtbar, sofort Dawa gemacht, nachdem sie Islam angenommen haben, Entschlossenheit von Sa'd, wie er sofort entschlossen war danach, dann Entschuldigung durch Unwissenheit in solchen Angelegenheiten, plötzlicher Sieg. Guck mal, ein ganzer Stamm nimmt den Islam an, innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Stunden in einem Tag. Ja? So, und Islamannahme in der ersten Sitzung und einfache Informationen bei der Dawa erstmal. Islamannahme der ersten Sitzung ist etwas heute in unserer Dawa, wo wir oft denken, ach, das geht doch gar nicht. Die Leute in England von IIRA, die haben es vorgemacht. Ihr Ziel ist es, mit dem Dawa-Konzept die Person in einem Gespräch, im ersten Gespräch direkt zum Islam zu bewegen. Wo man früher gedacht hätte, boah, das geht ja gar nicht, aber es funktioniert. Alhamdulillah, man muss nur wissen, wie. Auf jeden Fall, was passiert jetzt? Wir haben schon gehört, Mus'ab, bei der letzten Sitzung auch, Mus'ab ibn Umair wurde geschickt zum Propheten, weil er Wissen hatte, weil er nicht zu jung war und nicht zu alt, ja? Weil er vom Koran das auswendig konnte, was bis dorthin herabgesandt wurde und weil er selber schon eine Hijra mitgemacht hat, nämlich nach Habascha und zurückgekommen ist und weil er reich war und arm geworden ist und solche Personen, die schon so etwas aufgeopfert haben, für sie ist das leichter auszuhalten, wenn sie nach Medina gehen, abseits von allen anderen. Und seine Aufgabe war, die Leute zum Islam einzuladen, die Leute zu unterrichten in der Religion und sich die Lage anzuschauen. Und das zeigt, wie strategisch der Prophet a.s. war. Mus'ab ibn Umair kommt kurz vor Mausimul Hajj. Mausimul Hajj sind die Hajj-Monate. Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Kommt er zum Propheten a.s. und unterrichtet ihn von der Situation, dass sich dort vieles geändert hat, dass dort überall in jeder Familie jemand den Islam angenommen hat. Das zeigt wieder die Strategie des Propheten a.s. Viele Brüder sind heute so Tawakkal Allah und dann mit dem Kopf durch die Wand. Nein, der Prophet a.s., bevor er den Schritt geht und 500 Kilometer auswandert, musste erstmal schauen, wie die Situation dort ist und wie sich die Situation entwickelt. Der hat nicht einfach gesagt, ach ja, da haben 12 Leute den Islam angenommen, alles klar, von heute auf morgen gehe ich mit. Ja, wie sieht das morgen aus? So, was passiert? 75 Muslime kommen dann bei der Hajj in einer Gruppe von Mushrikun von Medina, Yathrib damals, nach Mekka. 75 Muslime. Bei den meisten war nicht bekannt, dass sie Muslime geworden sind. Und wieso kommen die zum Propheten, a.s.? Die haben vorher gesagt,
Bis wann lassen wir den Propheten verlassen und vertrieben in den Bergen von Mekka? Das heißt, was lernen wir hieraus? Die haben sich Sorgen um die Religion gemacht, die haben sich Sorgen um den Propheten a.s.w. gemacht. Und hier müsst ihr, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, obwohl sie nur kurze Zeit Muslime waren. Und das ist immer etwas, was uns motivieren soll. Sa'd ibn Mu'adh hat am ersten Tag, wo er Muslim wurde, sich direkt gefragt, wie er seinen ganzen Stamm zum Islam bringen kann. Wie viele von uns sind seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren Muslime und haben schon nicht mal Gedanken gemacht, wie sie ihre Arbeitgeber oder ihre Arbeitsstelle oder ihre Kollegen oder ihre Schulkameraden oder was weiß ich, Arbeitskollegen zum Islam bringen können. Sofort, weil der Iman im Herzen war. Und sie fragen sich, wie lange lassen wir den noch im Stich? Wann gehen wir dorthin? Und sie gehen dorthin. Und es ist ein großer Unterschied zwischen dem, der die Dawa und die Aufopferung für Allah sucht und dem, der von der Aufopferung gesucht wird. Was meine ich damit? Dem du sagen musst, komm, mach, komm, komm, mach, mach, komm, komm. Diese Leute waren bereit, die wollten etwas tun. Und das ist die Motivation, die wir heute auch haben müssen. Was passiert? Sie kommen nach Mekka und sind in Mina. Und am letzten Tag von Ayyam al-Tashriq, nach anderen in der Mitte von Ayyam al-Tashriq, aber wahrscheinlicher ist, dass am letzten Tag von Ayyam al-Tashriq war, ne? Das ist der 11., 12., 13. Dhul-Hijjah. Warum der 13. Dhul-Hijjah? Weil viele schon von der Hajj abgefahren sind. Damals haben die Mekkaner auch Hajj gemacht, haben aber dabei auch die Götzen angebetet. Warum? Weil die Hajj ursprünglich von wem eingeführt wurde? Von Ibrahim a.s. und Ismail. Die waren die ersten, die die Pilgerriten dort reingebracht haben. Und die haben nachher hier was verändert, da was verändert. Und dann kam der Prophet und hat diese Hajj-Riten wieder reingemacht. Okay? Reingemacht von Schirk etc. und die Kaaba gereinigt. Auf jeden Fall. Sie waren dann dort gewesen, aber sie haben natürlich nur Allah angebetet, logischerweise. Und am letzten Tag, wo schon viele weg waren, im zweiten Drittel der Nacht hat der Prophet a.s.w. sie in einem kleinen Gebiet dort in Mina getroffen, was geheim war und abgelegen war. Und daran sieht man wieder etwas beim Propheten a.s.w., dass er immer versucht hat, da wo er geheim sein muss, war er geheim, da wo es offen sein muss, war offen. Aber hätte der das jetzt veröffentlicht, wäre direkt der Krieg ausgebrochen. Die Mekkaner hätten gesagt, wie, der will sich mit Leuten aus Yathrib vereinigen? Wir müssen was dagegen tun. Aber der wollte erstmal im Untergrund die Sache mit denen klären. Warum das zweite Drittel der Nacht? Weil die Leute meistens, der lange wach bleibt, der bleibt im ersten Drittel der Nacht wach. Und derjenige, der früh aufsteht, steht im letzten Drittel der Nacht auf. Das heißt, im zweiten Drittel der Nacht hast du die größte Wahrscheinlichkeit gehabt, dass so wenig Leute wie möglich etwas mitbekommen. Und der Prophet a.s. sagte keinem Bescheid, außer Al-Abbas, Abu Bakr und Ali. Und das ist etwas, was wir sehr häufig sehen beim Propheten a.s., dass er bestimmte Informationen nur den Leuten gibt, die es unbedingt wissen müssen. Nicht über religiöse Rechtleitung. Nicht über religiöse Rechtleitung. Natürlich, das wird öffentlich gepredigt. Aber zum Beispiel militärische Angelegenheiten und so weiter und so fort. Nicht, weil er kein Vertrauen hat, aber weil jeder Mensch sich mal vertun kann und ihm rutscht vielleicht etwas raus und verrät vielleicht etwas. Das heißt, was nicht unbedingt jeder wissen muss, muss nicht unbedingt jeder wissen. So haben wir beispielsweise Beispiele, wo Sahaba ihren Frauen nicht gesagt haben, was der Prophet a.s. ihnen gesagt hat. Okay. In solchen Angelegenheiten, nicht in religiösen Angelegenheiten. Was ist Halal, was ist Haram, die Akida, okay? So, es kommt also zu dem Treffen. Das Treffen beginnt, dass Al-Abbas redet. Al-Abbas ist der Onkel des Propheten, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Und er war zu dieser Zeit noch Muschrik. So. Die aus Medina sind gekommen, um den Propheten zu schützen, um den Propheten zu stützen, um ihn mitzunehmen. Jetzt, pass auf. Al-Abbas beginnt ungefähr so. Oh, ihr Khazraj. Waren ja eigentlich Aus und Khazraj, die dort gewesen sind. Weil wir haben gesagt, Medina hatte zwei arabische Stämme. Aber die haben die Leute von Medina damals üblicherweise alle Khazraj genannt. Ja? So.
O ihr Khazraj, ihr kennt die Stellung von Mohammed unter uns. Wir haben ihn so gut wie wir konnten vor unserem Volk geschützt. Er ist unter seinem Volk geehrt und respektiert. Er weigerte sich, eine Gruppe anzuschließen außer euch. Wenn ihr also glaubt, dass ihr euer Versprechen halten könnt und ihn in eurer Stadt einladen könnt und gegen seine Feinde verteidigen könnt, dann übernehmt diese Verantwortung. Er erzählt dir, der war geehrt in der Stadt und okay, wurde ihm nicht Innereien der Kamele draufgeworfen, wurde ihm nicht mit einem Stein von Abu Jahl beworfen, ja? Okay, dann weiter. Wenn ihr ihn aber ausliefert und im Stich lasst, nachdem er zu euch gekommen ist, dann lasst ihn jetzt hier, denn er ist in seinem Ort respektiert und gut geschützt. Das war die Wahrnehmung von Al-Abbas. Der ist hier geschützt und so weiter und so fort. Das ist halt der große Onkel und der hat diese Wahrnehmung. Was hätten die Khazraj jetzt sagen können? Die hätten das als Beleidigung auffassen können. Die hätten sagen, hör mal, meinst du, wir lassen ihn in den Stich oder was? Wir sind Leute des Krieges, wir sind stark. Aber was sagten die? Ka'b ibn Malik, der übrigens später gesagt hat, dass das für ihn sozusagen der größte Tag überhaupt war, noch größer als Badr, ja, dieser Tag, weil der hat ja dazu geführt. Ka'b ibn Malik sagte, wir haben deine Worte vernommen, sprich Gesandter Allahs und erzähl uns die Bedingungen von diesem Bündnis, Treuebündnis, Treuebekenntnis. Ja? Das heißt, er ist gar nicht darauf eingegangen, er wollte direkt zum... Und das zeigt Leute, die entschlossen sind. Weil er hätte jetzt sagen können, hör mal, meinst du, wir wollen ihn verraten? Was erzählst du hier, der ist bei euch geschützt? Wurden dem nicht im Gebet Innereien auf den Rücken geworfen? Warum sucht er denn Schutz in einer anderen Stadt, wenn ihr den so toll verteidigt habt? Das hätte er jetzt sagen können, aber egal. Weiter. Dann bringt der Prophet alayhi salatu salam die Bedingungen für diesen Treuevertrag. Ja? Die sollen ihm ein Treuebekenntnis geben. Erstens, das sind 5 Punkte. Ala sam'i wa ta'a fi an-nashati wal kasal. Dass ihr hört und gehorcht in Vitalität und Faulheit. Das heißt in allen Bedingungen. Zweitens, das Spenden in Erschwernis und Erleichterung. Und das Gute gebieten, das Schlechte verwerten. Und dass er die Religion Allahs unterstützt und nicht den Tadel des Tadelnden fürchtet. Okay. Und dann, wa ala an tansuruni idha قدمتوا إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة. Er sagt, und dass ihr mir hilft, wenn ich zu euch komme und mich beschützt, so wie ihr euch selber schützen, eure Frauen schützen, eure Kinder schützt, und ihr werdet das Paradies bekommen. Was bedeutet das hier? Wie ist dieser Treuevertrag im Vergleich zum anderen Treuevertrag? Merkt ihr etwas? Der Treuevertrag beim ersten Mal geht immer um persönliche Angelegenheiten. Kein Schirk begehen, nicht stehlen, kein Zina machen, keine Kinder töten, nicht lügen, mir gehorchen. Im Guten. Hier ist es, mir gehorchen bei Vitalität und Faulheit. Spenden in Erleichterung und Erschwernis. Gute gebieten, schlechte verwerfen. Für die Religion Allahs einsetzen, ja? Und kein Tadel des Tadelnden fürchten und mir zu helfen und mich zu schützen, so wie ihr eure Frauen, eure Kinder und so weiter schützt und euch selber. Das heißt, du weißt, wenn deine Frau jemand, ja, blöd anmacht, jetzt auf gut Deutsch, dann rastet man oft direkt aus. Das heißt, der zweite ist richtig schwer. Hier ist Aufopferung gefordert. Und hier zeigt man die stufenweise Herangehensweise. Das erste Treuebekenntnis von Aqaba wird aus Bay'atun Nisa genannt. Bay'atun Nisa, Frauentreuenbekenntnis. Warum? Weil hier kein Kampf drin ist.
Die haben darunter verstanden, dieser treue Schwur bedeutet Kampf. Denn sie werden angegriffen werden und werden sich dann dem Propheten alaihi salatu salam verteidigen müssen. Das heißt, der Prophet alaihi salatu salam wusste das schon und ihnen war das auch bewusst. Und hier zeigt er etwas sehr Wichtiges, der Prophet alaihi salatu salam. Er ist sehr transparent und sehr direkt. Sehr transparent und sehr direkt. Schaut mal. Nachdem, ich gebe euch ein kurzes Beispiel, damit ihr das versteht. Er sagt ihnen hier praktisch, wenn ich zu euch komme, ja, ihr müsst mich schützen, ihr müsst gehorsam sein und so weiter und so fort, euch für die Religion einsetzen, egal was kommt, egal in welcher Situation, damit sie schon mal wissen, es wird eine harte Zeit werden. Er bereitet sie darauf vor mit diesen Worten. Und das ist der Fehler, den viele heute machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich in Ägypten gewesen bin und Mohammed Morsi an die Macht kam, was heißt an die Macht? Der war eigentlich nie richtig an der Macht, um genau zu sein. Der wurde vielmehr so als Machthaber gezeigt, aber im Hintergrund hat immer das Militär regiert. Da hat er gesagt, nach einem Jahr verspreche ich euch, werden wir das und das gemacht haben. Da meinte ich zu einigen Brüdern, boah, sag ich, das ist ein Riesenfehler, dass er das gesagt hat. Das darf er niemals sagen. Weil jetzt, wenn er das nicht schafft nach einem Jahr, werden die Leute, die ihn wählen, die Pistole auf die Brust haben, sagen, ey, du hast gelogen, du hast gesagt, nach einem Jahr machst du das und das. Aber was macht der Prophet hier? Der sagt dir nicht nach einem Jahr, ihr werdet dies haben und werdet das haben und werdet das haben. Der sagt, walekumul jannah, ihr kriegt das Paradies. Das heißt, den Lohn lenkt er auf das Paradies. Er macht ihnen keine Versprechung von Erleichterung und irgendwas. Ist das angekommen? So. Das dazu. Jetzt. Al-Bara ibn Ma'rur, direkt begeistert, überschwänglich, der will direkt den Treuhand geben. Dann kommt eine gewisse Person namens Al-Haytham ibn Tayyahan. Und der unterbricht das. Er sagt, wir haben ein Abkommen mit den Juden. Und das würden wir dann verletzen. Wenn du jetzt zu uns kommst und Allah gibt dir Macht und Kraft und den Sieg, wirst du dann, wenn du den Sieg bekommen hast, zurückkehren zu deinem Volk, zu den Quraysh und uns lassen? Das hat er gefragt. Jetzt könnte jemand sagen, boah, was ist das für eine Aussage gegenüber dem Propheten, alaihi salatu salam. Aber Abul Haytham hat das gesagt, weil eventuell unter den 75 Leuten Leute waren, die vielleicht so gedacht haben, ja, was ist, wenn er nachher geht? Keinen Zweifel von vorne rassen, bevor wir das treue Bekenntnis machen. Habt ihr das verstanden? Das heißt, er sagt das, weil eventuell da Leute bei sind, die diese Sachen denken. Deswegen sagt er, was ist, wenn du dir den Sieg gibst, kehrst du dann zurück? Und dann sagt der Prophet alaihi salatu salam einen Ausspruch. Baliddammu dam wal hadmu had. Anna minkum wa antum minni. Usalibu wa haribu man harabtum wa usalibu man salamtum. Das heißt, sozusagen, euer Blut ist mein Blut und eure Zerstörung ist meine Zerstörung. Ihr seid von mir und ich bin von euch. Ich bekriege den, den ihr bekriegt und ich mache Frieden mit dem ihr Frieden macht. Krasse Aussage und krasses Versprechen. Der Prophet a.s. ist bis zu seinem Lebensende übrigens in Medina geblieben. Er ist nicht zurück nach Mekka gezogen. Im 8. Jahr ist Mekka wieder erobert worden. Er hat Mekka so geliebt. Er hat geweint, als er rausgegangen ist und hat Mekka gesehen. Hat gesagt, die beliebteste Erde von Allah bei Allah und die beliebteste Erde bei ihm, hätte sein Volk nicht vertrieben, wäre er nie rausgegangen. So. Daraufhin kommt der nächste Einwand, Al-Abbas ibn Ubaidah. Er sagt, zu den Leuten jetzt, das heißt, der Abul Haytham hat den Propheten angesprochen, der Prophet a.s. Das heißt, die haben nicht leichtfertig ein Treuebekenntnis gemacht, sondern wollten vorher alle Sachen klären. Und so müssen wir auch vorgehen in all unseren Herangehensweisen. Das ist auch etwas, was ich in jedem Bereich euch ans Herz lege. Sei es in der Dawa, sei es bei der Heirat,
so viele Ehen scheitern, weil irgendjemand vorher irgendwelche Märchen erzählt. Ja, ich bin so und so und ich mache das so und so, aber er meint das gar nicht so. Oder Sachen verheimlicht. Der ist auf einmal verheiratet oder sie ist, er ist auf einmal verheiratet, der hat noch eine andere Frau. Der ist verheiratet und hat mit einer anderen Frau ein Kind und ist mit der geschieden. Und hat der Frau das nicht gesagt. Hier, wir sehen, die sind alle komplett transparent. So, Al-Abbasi Nubeda sagt, zu denen jetzt, zu den Ansar, wenn ihr fürchtet, euer Vermögen zu riskieren oder dass eure Noblen, eure Lieben getötet werden, dann verlasst ihn, also Mohammed, jetzt. Denn wenn ihr es nicht tut, ja, und ihr macht es dann später, dann wird es für euch eine Erniedrigung im Diesseits und Jenseits sein. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr das, wozu ihr gerufen werdet, ausführen könnt und diese schwere Verantwortung auf euch nehmen könnt, ja, so schwöre ich, es ist das Gute für euch in Dunya und Akhira. Das heißt, der sagt, guck mal, das ist eine schwere Verantwortung. Guck mal, wenn ihr das nicht schaffen könnt, macht keinen Treueeid jetzt. Das ist nur eine Erniedrigung für euch, wenn ihr es nachher nicht schaffen könnt. Damit man sich noch reißt. Aber wenn ihr es schaffen könnt, dann macht es jetzt, das ist das Gute für euch in Dunya und Akhira. Hier übrigens ein Punkt. Wir haben ja gesagt, der Prophet hat sich geheim mit denen getroffen. Wäre es nicht besser gewesen, wenn man sich geheim trifft, dass man sich nicht mit 75 Leuten zusammentrifft? Das waren 73 Männer und zwei Frauen. 73 Männer und zwei Frauen. Unter diesen Frauen Nusayba bint Kaab, die legendäre Nusayba bint Kaab und Asma bint Amr. Nusayba, das ist Umar al-Ansariya, die den Propheten a.s. mit dem Schwert bei der Schlacht von Uhud verteidigt hat. Die war auch dabei gewesen. Auf jeden Fall, klare Ansage. Was antworten die darauf? Sie antworten, wir haben den Verlust von Besitz und dass Noble von uns getötet werden, haben wir schon mit einberechnet, aber wir werden ihm trotzdem die Treue schwören. Wir haben damit schon gerechnet. Wir gehen hier nicht hin, ohne uns vorher Gedanken darüber zu machen. Und dann sagen sie zum Propheten Folgendes, aber was wird unser Lohn sein, wenn wir diese Bedingung des Treuebekenntnisses erfüllen? Was wird unser Lohn sein, sagen sie zum Propheten. Was sagt jetzt der Prophet, alaihi salatu wasalam? Sagt er jetzt, ja, ihr werdet Könige werden, ihr werdet meine Minister werden und danach werdet ihr viel Geld bekommen und da kommt Gold, kommt vom Himmel geregnet und so weiter und so fort. Er sagt ein Wort. Al-Jannah, Paradies. Paradies soll Lohn. Und dies zeigt in der islamischen Bewegung, wir müssen den Lohn immer auf das Akhira lenken. Denn wer für Akhira, für Jenseits bereit ist, etwas zu tun, der bleibt auch standhaft. Aber derjenige von dem vornherein, der Wille ist, etwas für Dunya zu tun, sobald diese Ziele nicht sofort erreichbar aussehen, bricht er ein. Und genau so ein Jil, so eine Generation müssen wir hervorbringen. Dann sagten sie, strecke deine Hand aus. Und sie wollten schon loslegen mit der Hand ausstrecken. Ja? Und dann kam nochmal As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara, wir haben gesagt, wer ist das? Der ist der, der mit Mus'ab ibn Umair von Haus zu Haus, von Gebiet zu Gebiet, in Mekka gegangen. Das ist übrigens auch ein schöner Name für einen Sohn, As'ad, nach As'ad ibn Zurara. Ein Sahabi, der so ein großer Sahabi ist, der aber nicht so bekannt ist, weil er ganz am Anfang der Zeit in Medina schon gestorben ist. Er sagte, langsam alle Yathrib. Yathrib ist der frühere Name von Medina. Wir sind den langen Weg nicht gereist, ohne tiefen Glauben zu haben, dass er der Gesandte ist. Wir haben uns schon überzeugt, dass wir, wenn wir ihn mitnehmen, dass dies unsere Trennung von den anderen Stämmen der Araber bedeutet und dass dadurch unsere Besten getötet werden können und dass die Schwerter sie essen werden. Also das heißt, wir sind schon davon ausgegangen, wenn wir den mitnehmen, das kann zum Krieg mit den anderen arabischen Stämmen führen, weil die gegen diese neue Religion sind. Und wenn sie sagen, wir helfen dir jetzt, dass sich diese Religion verbreitet, das kann zu Problemen führen. Was zeigt dir das? Wenn du für die Religion stehen willst, musst du bereit sein, Opfer zu bringen. Auch in der heutigen Zeit. Viele Geschwister wollen immer nur gemütlich leben. Was ist dein Lohn?
Al-Jannah, Paradies, inshallah. Auf jeden Fall, entweder seid standhaft und euer Lohn ist bei Allah, sagt er jetzt zu denen noch. Nochmal, euer Lohn ist bei Allah, aber wenn ihr Angst habt, dann lasst es jetzt, denn dies ist entschuldbarer bei Allah. Wenn ihr Angst habt, lasst jetzt, bevor ihr das eingeht und nachher könnt ihr das nicht halten. Nochmal, was ist, es geht los, die machen den Treueschwur. As'ad ibn Zurara ist der Erste. Achso, was antworten Sie darauf? Sie haben dann auf jeden Fall den Treueschwur gemacht. As'ad ibn Zurara war der Erste, der den Treueschwur gegeben hat, das Treuebekenntnis gegeben hat, Bay'a. Und dann hat der Prophet a.s.w. von diesen 75 Leuten sofort 12 Führer eingesetzt. Man sagt nach den Hawariyun von Isa ibn Maryam, der hatte auch 12 Hawariyun, das heißt Jünger gehabt, hat er 12 Führer direkt erwählt. Es wird gesagt, dass die selber unter sich diese 12 Führer von den 75 Leuten wählen sollten. Ja? Und dies zeigt wieder, wie strategisch der Prophet a.s.w. vorangegangen ist. Dass er die Leute sofort eingeteilt hat. Nicht nur einfach, okay, klappt schon. Heutzutage, wir sind so oft sowas von unorganisiert. Ihr seht, der Prophet a.s.w., wir sind allem organisiert. Wann er die trifft, was er denen sagt, was er danach macht. So, was passiert jetzt? Jetzt haben die gerade die Bay'a abgegeben. Was heißt das für den Scheitan? Das heißt für den Scheitan Katastrophe. Jetzt hat der Prophet a.s.w., nachdem er jahrelang in Mekka unterdrückt war, etwas vorbereitet für die Hijra zu machen, um auszuwandern. Und es wird gesagt, dass es Prophezeiungen gibt unter den Propheten von Benu Israel, dass der letzte Prophet auswandern wird und dann groß werden wird. Ja? Was macht der Scheitan? Ein Scheitan dort ruft: O ihr Leute der Menazil, sinngemäß. Mohammed hat sich mit seinen Konvertierten, Zubair haben die die genannt, ja, getroffen, um gegen euch Krieg zu machen. Der Scheitan hat selber gerufen. Was zeigt uns das, liebe Geschwister? Es gibt heutzutage oft Leute, die immer Angst haben, etwas zu machen. Oh, bitte, hoffentlich werde ich nicht da gesehen, hoffentlich werde ich nicht da gesehen. Wir gehen die Sicherheitsvorkehrungen ein, in manchen Bereichen. Aber im Endeffekt, sogar der Scheitan kann kommen und den Feinden des Islams etwas zustecken und einflüstern. Deswegen, wir dürfen uns nicht von unseren Ängsten leiten lassen, sondern in erster Linie von unseren Wünschen und von unseren Zielen. Wo sind wir am effektivsten? Auf jeden Fall, was passiert? Der Scheitan hat gerufen. Die Ansar sagten dann, einer von den Ansar sagte dann, Al-Abbas, wenn du willst, greifen wir morgen hier die Stämme von Mina, die ganzen arabischen Stämme an. Der Prophet sagte, das ist mir nicht befohlen worden. Und will damit auch sagen, das ist nicht die Zeit für solche Sachen. Was zeigt das? Wie entschlossen die waren. Ja, wie entschlossen die waren, was zu tun. Deswegen sind die Ansar. Deswegen sind die Helfer der Religion. Was passiert? Die Quraysh kriegen davon mit, weil der Scheitan hat ja gerufen. Was machen die Quraysh? Die gehen zu dieser Delegation von den Leuten aus Yathrib, von den Leuten aus Medina. Was haben wir gesagt, was war das für eine Delegation? Das waren 75 Muslime und der Rest von denen waren nicht Muslime. Und die gehen zu wem von denen, von dieser großen Gruppe? Zu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der nachher der Führer, der Kopf der Munafikun war. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und die sagen, hör mal, wir haben gehört, ihr habt euch gestern mit Mohammed vereinigt und so weiter. Und was sagt der Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Der sagt, Quatsch, das stimmt doch überhaupt nicht. Und er leugnet das, weil er weiß ja davon nichts. Weil die anderen sind ja nachts rausgegangen. Wenn jemand überzeugt redet, und er redet ganz überzeugt, dann ist es ja sowieso auch immer noch glaubwürdiger. So. Im Endeffekt, danach den Tag haben die es mitbekommen. Die sind der Leute aus Medina, aus Yathrib hinterher, haben noch einen Sahabi bekommen, nämlich Sa'd ibn Ubadah, haben den gefoltert. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, dass die Muslime in Mekka das sehen konnten, wie der gefoltert und nichts gemacht haben, und leiten daraus ab, dass man in bestimmten Situationen halt
das Wohl der Gesamtheit dem Gewohl des Einzelnen vorschrieb. Weil wären sie jetzt dagegen vorgegangen, ja, hätten sie das in ihrer Anzahl sowieso nichts daran ändern können und dadurch wäre dieser ganze Plan aufgefallen. Und es hätte nichts gebracht. Weil viele Leute sind heute so, ja, wir müssen noch was tun. Wir können doch nicht einfach so rumsitzen. Ja? Aber die Sache ist, wir müssen das Richtige tun. Und wenn eine Aktivität oder ein mit dem Kopf durch die Wand gehen nur zu mehr Chaos führt, dann ist das nicht der Punkt. Der Prophet befahl danach den Sahabern aus Mekka nach Medina schrittweise auszuwandern. Und durch diesen Treueschwur begann die Auswanderung. Und diese Auswanderung hat im Endeffekt dazu geführt, dass der Islam nach vorne gekommen ist. Alhamdulillah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أمست معالي النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساقعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي.